Deadly Premonition Episode 57 und nicht nur der Mordfall treibt uns um, sondern auch die Six Degrees of, wie man Ghostbusters mit Roger Rabbit zusammenkriegt. Daniel dachte eben schon in der Pause, er hätte einen Heureka-Moment gehabt. Aber hab mich aber getäuscht, ich habe Ghostbusters mit Ghostbusters zusammengebracht. Ja. Stell dir vor, dass die vier Hauptdarsteller, die spielen beide Ghostbusters-Filme. Nee. Hervorragend. Wir sind uns ziemlich sicher, dass die Verbindung über den Regisseur von Roger Rabbit, Robert Zemeckis, laufen muss, weil ansonsten an Roger Rabbit oder in Roger Rabbit zu wenige bekannte Namen mitgewirkt haben, die man spontan mit anderen Filmen in Verbindung bringen kann. Warte mal, wer hat denn den Bösewicht in Roger Rabbit gespielt? Christopher Lloyd. Deswegen. Ja, und den kriegst du über Back to the Future und dann? Ja, aber ich krieg auch Christopher Lloyd zusammen mit Robert Zemeckis bei Back to the Future unter. Das ist nicht so schwer. Scheiße. Das Problem ist, wie kriegt man... Das heißt, ich hab's gerade geschafft, Roger Rabbit mit Roger Rabbit zu verbinden. Korrekt. Und mit Back to the Future. Schlüssel her. Wir sind uns auch recht einig, dass es irgendwas mit Bill Murray zu tun haben muss. Aber wie kriegt man Robert Zemeckis mit Bill Murray unter einen Hut? Schwierig. Vielleicht mit Tom Hanks. Hat Tom Hanks mal was mit Bill Murray gemacht? Über Spielberg wird es noch gehen. Ja, alles ganz schwierig und es lenkt natürlich total vom Thema ab. Wir müssen den versteckten Raum auch noch finden, weil für den haben wir noch einen Schlüssel. Da hast du doch alles schon probiert, das haben wir doch alles schon gemacht. Sicher? Du musst doch noch einen Schlüssel finden, sonst kriegst du die Tür nicht auf, wo Anna drin ist. Das ist hier nur zum Pennen. Und den einen Schlüssel haben wir noch nicht. Oben gibt es keine Räume mehr, wo man noch rein kann. Gucken wir noch. Also du glaubst hier alles bereits zur Genüge durchsucht zu haben? Ich glaube schon, weil es sind nur noch zwei Zellen, Türen zu. Wo wäre denn der geheime Raum? Der ist doch eher der Schlüssel dann in dem Sheriffsbüro, oder? Ja, weiß ich nicht. Schau mal, da nochmal rein. Das ist doch wieder dieses Nebenzimmer, oder? Die Computer. Wobei, waren wir hier schon? Kaffee schwarz. Ich glaube nicht. Es ist der Schlüsselbulle im Schrank. Wer wusste, dass da einer drin war? Da ist immer einer drin. Wo ist das nochmal? Bei Last Action Hero, wo er reinkommt und als erstes instinktiv seine Desert Eagle in den Schrank entlädt. Und fällt halt so ein toter Auftragskiller raus. Und fragt halt Danny, einen Schwarzenegger, warum er das gemacht hat. Da sind überall welche drin. Da ist immer was ist das für ein komischer Schrank? Schwarzenegger. Nein. Ja, der ist auch ein komischer Schrank. Ich hab neulich nochmal das Video gesehen, wie The Rock Schwarzenegger nachahmt. Ey, Stefan Raab, so super. Echt? Ja, ja, kennst du es gar nicht? Nee. Googelt's mal oder sucht mal bei YouTube TV Total oder The Rock Dwayne Johnson. Schwarzenegger. Der macht das so super. No! Nein! Das ist wieder die Fresse. Kriegt man es irgendwie über Bob Hoskins hin? Ich hab nicht so, ich kenne nicht so viele Filme mit Bob Hoskins, eigentlich nur spontan zwei, nee, drei. Fällt der Mario-Film ein? Ach ja, der, oh Gott. Da kriegt man, da könnte man Dennis John Hopper mit Jen Lugosiamo noch mit. Dennis Hopper. Dann gibt's den Meerjungfrauen küsst man nicht mit Cher und Winona Ryder. Und es gibt diesen fiesen Film von Atom Ego Jan, wo ich den Namen jetzt gerade nicht weiß. Irgendwas mit was mit Priscilla, nee. Der in Schottland spielt, wo er so ein. War das da richtig, die richtige Zelle? Ich weiß es nicht, ich probier's halt. Wo er so ein Kinderschänder spielt. Weiß ich gar nicht. Hm. Ich krieg auch gerade gar nicht so das Werk von Robert Zemeckis so zusammen, weil der hat ja voll viel Unterschiedliches gemacht. Das ist es nicht. Castaway und Forrest Gump und Schatten der Wahrheit. War die falsche Schlüssel? Der geht jetzt. Oh nee, oder? Die wissen, wie man da auf Zeit spielt, ey. Ja. Hat's aber immerhin Bling gemacht.
jetzt hier erstmal zu und hier so. Das sind aber immer die Polizisten, oder? Die Schlüssel mit haben. Nee, ah! Sehr gut. Das können wir noch gegenüber dann rein. Aber das war doch jetzt hier Zelle 6. Du kommst hier aber nicht mehr raus. Ah, doch, jetzt. Man muss es nur wollen. So. Boah, wie kriegen wir das denn zusammen? Wer spielt denn außer Bob Hoskins noch? Ah, jetzt. Ist richtig, oder was? Ja, guck. Da ist wohl der versteckte Raum auch. Na, 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 na. Können wir Martin zwingen, das zu singen? Ne, es muss schon was Schwierigeres sein. Was mit Text? Ja. In einer Sprache, die er nicht kennt, was war denn das? Passiert? Also muss man gedrückt halten. Das kommt mir so ein bisschen vor, als wäre die Tür gar nicht so schwer. Der Schauspieler nur, dass das so. Oh. Sieht so ein bisschen aus wie diese Kellertreppe zu Harrys geheimem Observierungszimmer. Ob hier auch ein geheimes Observierungszimmer ist? Aha. Ah. Dass man nicht die Inner Sanctum ist oder sowas. Das sind diese. Das wirkt ja schon sehr wie diese Traumsequenz. Und da am Boden ist doch auch das Peace-Ding, oder? Oder zumindest. Das bildest du dir doch alles nur ein. Ja. Hier ist der Amok-Saxophonist. Oh nein! Die Schleimi-Brüder. Aber nochmal, wer hat denn Roger Rabbit außer Bob Hoskins als echter Schauspieler mitgespielt, außer Christopher Lloyd? Naja, es gibt noch die Dolores, aber die kennt man nicht. Und sonst nicht so viele. Lieutenant Santino. Wie sind sie denn hier reingekommen? Ach je, Eddie, wenn sie so dringend Geld brauchen, warum sind sie noch nicht zu mir gekommen? Du bist tot. But why? Nicht geheilt. But why? Gib mir einen Checkpoint, du Sau. Nee, sonst kennt man doch niemanden. So, Air Cameroon, weiß ich auch nicht, wer den spielt. Heidi muss da immer fliegen. Wer spricht denn Roger Rabbit? Das weiß man nicht. Das ist, glaube ich, kein Promi. Das war damals noch nicht so. Oder doch? Keine Ahnung. Wahrscheinlich Bill Murray. Wer spricht die, seine Frau? Jessica? Ja. Keine Ahnung. Das weißt du überhaupt. Den Dings gibt's noch, Marvin Acme. Der Typ, den die Thunstadt gehört, der Gag-König. Ist von Acme, ist sein Knüller. Aber Acme. Den kennt man auch nicht. Da gibt's noch den Aft. Und das Benny-Taxi. Und das kam aber auch in irgendeinem anderen Film zum Einsatz. Ich weiß nur nicht mehr, wo genau. Ach je. Das fuchst mich jetzt. Hat natürlich überhaupt nichts mit Deadly Premonition zu tun, alles, aber. Ja, wenn man halt schon so schlau ist wie wir, die eh schon den Fall durchschaut haben, dann halst man sich halt noch ein zweites Rätsel. Wahrscheinlich ist es auch genau das, über was York die ganze Zeit nachdenkt gerade. Den Mord hat er in der ersten Folge schon gelöst. Zack, how do I combine Roberts and Mackis with the Ghostbusters movies? Ich muss immer in die Bullen reinbolzen. Schotzenmuni? Es können doch nicht so zwei getrennte Hollywood-Welten sein, oder?
Lustig, dass mein Hirn es echt immer hinkriegt. Ich habe schon zweimal, wollte ich es gerade schreiben, ich hab's und habe aber wieder nur bei einen Film mit sich selbst verbunden. Ja. Carol's Ohrringe, oha. Nanu? Sie da Carol umgebracht. Was ist mit Blut dann da gemalt? Das ist das Ritual. Hä? Stellt sich raus, dass Carol in Wirklichkeit George ist? Nee. Hat schon dreckige Finger. Hä? Ach so, an der Decke. Ah. Hä, wie haben sie das da hingekriegt? Na klar, mit dem Crown. Das ist George, oder? Ich glaube auch. Aber sein Rücken ist doch heile. Nee, hä? Ist das George? Nee. Nee, ist schon Carol, oder? Fällt jetzt tot um bestimmt und hat keine Zunge mehr. Carol! Are you okay? George! George did this to you! Thomas. He's dead. I shot him. I had to. Carol? Carol? Au. Was ist denn los? Kaysen! Kaysen, quick! Anu? Wie soll Kaysen das denn hören? Über Funk oder was? Was? Sie hat jetzt aus ihrem Rachen Emily diese roten Samen reingespuckt oder was? Ja, was Emily wohl nicht so gut bekam. Und ihr selber erst recht nicht. Rush to the hospital. She needs a full stomach and liver cleansing. York, you need to come too. She needs... No, I have to take care of something here. But I can't take her alone. Please, Kaysen. Okay, I'll do it. Fast. But if something happens, don't blame me, okay? Just go! Yeah. I haven't been this emotional in a long, long time. Can you tell, Zach?
Ja, und Carol ist jetzt dabei gestorben, oder was? Ja, aber woran? Hat die sich auch selber vergiftet mit den Samen? Achso. Ah! Das war's dann wohl mit Überraschung, oder? Das ist dort der Raincoat Killer. Tja. Hatte ich den in irgendeiner Folge mal verdächtigt? Ja, gell? Den haben wir schon ziemlich früh verdächtigt und dann haben sie es ja wieder abgeschwächt mit diesem Tattoo-Ding. Nee, aber wir hatten doch dann gesagt auch, dass dass er aus Versehen in diesen Mordkonstruktion den Auslöser gezogen hat, dass das auch alles nur eine Finte sein könnte, von seiner eigenen Schuld abzulenken. Siehste, Fall gelöst vor 20 Episoden schon. Ja, außerdem war das dann mit diesem... Ja gut, man weiß nicht, ob das Motiv das war, was er ihm in der Bar erzählt hat. So, ja, ich hatte so eine schwere Kindheit und meine Mutter und Schläge und so, ja. Naja. Wir erfahren's in der nächsten Folge und wenn nicht, prügeln wir es aus George raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.